Hello, I am Jesus Christ, the official sponsor of the Reggie Bang Twitch channel. On this channel, you will find a wide variety of awesome streaming titles. For example, Pokemon. Oh my God! Mosquito, ich liebe dich! Wow! Was ist los, Mann? Mobile games like Summoner's War. Lightning skippen für Net 5. Ich habe das so oft gemacht. Lightning skippen. War nicht so wirklich worth it. Oh! Oh, ich hab Lightning geskippt. Dark Souls. Muss ich überhaupt springen? Kann ich nicht einfach laufen? PS4 Exclusives. Ach doch, hier. I see's. Mr. Negative. Geburtsort Dali. China. Beruf Terrorist. And even community-based games, such as Mario Kart. Nein! Reggie is a natural when it comes to entertaining his viewers. He likes to sing. Country road, take me home. Oi, I don't wanna really fight anymore! Da 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 da! Blame RNG. Das Ding bei minus 4 Genauigkeiten und es trifft den letzten möglichen Thundershock. Skip lightnings and to lose against a ferret with choice. Band and Giga Impact. Gigastoß! Das ist jetzt aber kein Crit, oder? Streams will usually be announced on the official Reggie Bang Discord, which is the natural habitat of Reggie and his great community. If you want to be a part of this community, give Reggie a follow and maybe become a member of the Palm Club by hitting the sub button. But remember, don't smash it. Just gently push it. That about wraps it up. So, I'll pass the word to Reggie now again. Thank you for your attention. Danke, Jesus! Danke, Jesus Christus an dieser Stelle. Und vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal an den wundervollen Raid, an den liebevollen Host, etc. pp. Habe ich irgendwas verpasst an der Stelle? Philipp gibt dem lieben Timo und dem Sefi auch noch einen Sub aus, ihr zwei, ich wünsche euch viel Spaß, ja, danke für den Support, Philipp, und ja, danke, Jesus. Das ist eine super Idee, ja, die Idee kommt tatsächlich nicht von mir, also die Idee, also die Grundidee schon, ich habe gesagt, yo, mach mal ein Vorstellungsvideo, Annie, aber eigentlich kommt sie von Annie, also Props an Annie, der das Video gemacht hat, okay? Aber ich wollte unbedingt so eine Art Video haben, tatsächlich, aber das war dann doch besser umgesetzt, als ich es mir gedacht habe. Ja, das war schon nicht schlecht. 40 Gegiftete mittlerweile. Du hast 40 Subs gegiftet. Krass. Ich hätte jetzt gedacht, Jesus ist in der Lage, nicht nur Englisch zu labern. Naja. Also Hebräisch war dann noch ein bisschen zu viel. Also ich habe gesagt, komm, pass mal auf. Hebräisch musst du jetzt nicht raushauen. Reicht, wenn du tatsächlich einfach Englisch sprichst. Das ist in Ordnung. Ja, das werden die meisten Leute hier tatsächlich schon verstehen. Alright, wir spielen gerade Pokémon Light Platinum. Wir haben uns jetzt den 7. Orden geholt. Mal gucken, ob wir heute vielleicht sogar noch den letzten Orden holen. So, dass wir das Spiel vielleicht demnächst beenden. Sag mir nicht, dass Regi das in Auftrag gegeben und gekauft hat. Ich habe es in Auftrag gegeben, aber nicht in der Form. Aber der liebe Annie hat es dann tatsächlich ausgeführt. Also Props an den lieben Annie. Abo hat 40 deiner Zuschauer vergiftet. Alter, Philipp, warum machst du sowas? Alter, Battle, was ist denn da passiert? Ist das ein Fehler gewesen oder muckt der Bot darum? Oder hast du dich da aus Versehen vertippt? Oder was war das Problem? Danke, dass du Mario Kart reingepackt hast, Annie. Ja, wir können das Video doch hin und wieder auch mal updaten, oder, Annie?
Also die Clips zumindest. Mit aktuellem Stuff oder sowas. Damit wir auch mal wieder ein bisschen Abwechslung haben, you know? Mit aktuellem Stuff. Nicht, dass das dann so Sachen sind, wo... Ich weiß es nicht. Ich vor einer... Ja genau, die Clips kann man noch updaten, richtig. Ich meine, ich rede jetzt nur von den Clips. Weil, ich glaube, wenn wir das irgendwie nächstes Jahr noch haben und ich dann eine komplett andere Frisur habe, vielleicht habe ich bis dahin ja irgendwie so einen Taliban-Bart. Ja, dann ist das ja vielleicht ein bisschen verstörend für die Leute, die ja jetzt hier reinkommen und, ja... Ja, so etwas nicht erwarten. Der Jesus kostet sonst 11 Euro. Ihr habt's gehört, Leute. Der Jesus kostet sonst 11 Euro. Was ist mit dem Stay Hydrated Bot, Regi? Gute Frage. Also ich war jetzt mit den letzten Tagen so mit Stream Elements beschäftigt, dass ich den Stay Hydrated Bot komplett verpennt habe. Bald bin ich in den Top 3 der Most Toxic People auf diesem Channel. Warum? Du hast doch genug Subs gegiftet. Warum solltest du dann toxic sein? Ha! Aber morgen werde ich auf jeden Fall die ganzen Stream-Element-Sachen geupdatet haben. Auch den Shop geupdatet haben mit vernünftigen Grafiken und dann halt auch mit den ganzen Einblendungen, wenn was redeemed wird, etc. pp. Also wird schon recht nice, denke ich. Wer ist denn die Nummer 1 hier? Ich glaube Annie. Hat Annie nicht heute irgendwie 2k Points oder? Nein, er hat ja eben 3k verloren. Never mind. Heißt der Mario Kart Clip... Heißt der Mario Kart Clip fliegt weg? Mag den persönlich sehr. Warum sollte der wegfliegen? Wir können den ja mit irgendetwas ersetzen. Wo ich genauso salty bin. Ja. Wo ich irgendwie jemanden von euch beleidige oder so. Was ja zugegebenermaßen nicht oft vorkommt. Alter Nostradamus hat einfach 420 Palmenblätter. Wenn das jetzt kein Zeichen ist. Rank 22. Ich freue mich schon auf morgen, Leute. Morgen wird ein schöner Tag. Ja, denkt dran, morgen streamen wir early. Hartz 4TV ab 12 Uhr mittags. Okay. Weil ich abends keine Zeit habe zum Streamen. Weil abends haben wir den guten alten Scuffed Regi hier am Start. Und mit dem Scuffed Regi, ja, wollte ich ein bisschen was unternehmen. Oder wollten wir ein bisschen was unternehmen. Und Philipp macht aus den 40 einfach mal 41 draus. Du Orschkatzel. Viel Spaß mit den... Mit den Emotes. Philipp, dankeschön für Nummer 41 auf diesem Channel. Thank you very much, sir. Danke, Jesus. Heute sollte eigentlich auch der Merch-Shop, wie gesagt, rauskommen, ne? Kommt dann aber erst morgen, weil ich den Link irgendwie nicht hab. Der meinte so, ja, du kannst den Link eigentlich heute schon raushauen. Und ich so, ja, nice, wo ist denn der Link? Ja, gute Frage. Ja, keine Antwort. Aber es ist schon alles ready. Ich habe schon die ersten Bilder gesehen. Ich kriege jetzt auch meine ersten Exemplare. Und das wird ziemlich geil. Kaori, wer ist das denn? The Pokémon Society finally learned the location of Team Steam's base and a hint about their real plans. You know they are after something in Drake Breath City. And it's just south of there. Ash Ketchum told me that you have a Team Steam uniform. What the hell? Ash Ketchum? Das heißt, ich muss jetzt die Uniform wieder anziehen. Pro-Streamer. Wer sagt mir die Palme? Fragezeichen. Alter. Guys, ja. Bitte stellt nicht solche weirden Fragen. Der Champ. Ash Ketchum. Er war die Nummer 1. Ich habe jetzt Dive, ne? Ja, habe ich tatsächlich. Und sowas battelt man nicht. Richtig. Der Marcy greift hier durch. Stop bagging. Mega Drain. Ah, nee, danke. Ich finde es ja immer noch verwirrend, dass in diesem Spiel nicht die Trennung zwischen physisch und speziell stattfindet. Wann hat Ash bitte mal was gewonnen? Ja, gute Frage. Vielleicht in dem Spiel. In dem Spiel läuft ja einiges anders. Sagt euch doch einfach selbst die Palme. Kennst du dich etwa damit aus, Justin? Du kleiner Lümmel. So, das ist doch die perfekte Gelegenheit, dass ich hier mal andere Pokémon trainieren kann.
Außer Aura und Luke. Ich meine, Buddle und Luke. Er hat dich im ersten Part aus seinem Butanana zum Professor geflogen. Ja, daran erinnere ich mich, Verzeihung. Daran erinnere ich mich. Einfach paar Rippen weg, dann geht's ab. Meinst du etwa die Marilyn Manson-Prozedur? Die Orange-Inseln? Ja, wobei das nicht kennen ist. Also die Orange-Inseln sind ja nicht kennen gewesen, ne? Das war alles andere, aber nicht kennen, du. Das war wieder mehr Sein als Schein. Ich glaube, mit dem kleinen Lümmel würde sich Justin damit nicht auskennen. Okay. Okay. Cool. Thinking. Wenn man keine andere Möglichkeit hat, sonst zu haben, kenne ich das vielleicht. Ah, verstehe. Der Justin. Immer für eine Ausrede gut. Der ganze Pokémon-Anime ist nicht so kennen, wenn man so sieht. Ja, der Pokémon-Anime ist für mich auch nicht kennen. Für mich ist der Manga kennen, okay? Das Einzige, was wirklich kennen ist, ist der Manga. Thunderbolt. Oh, baby. Of course. Gib Regi einfach einen Fünfer, dann kriegst du auch so einen Sub. Wie war das nochmal bei Justin? Hat Justin nicht irgendwie... auch... Stimmt! Ah, nee, das darf ich... Darf ich das sagen, Justin? Nee, darf ich nicht sagen, oder? Ja, oder? Darf ich das sagen? Wobei Justin meinte ja, ich darf... Hä? I don't know. Ich bin verwirrt. Doch, eigentlich dürfte ich das doch raushauen. Hä? Ich habe das doch auch im Streamgang gemacht. Thinking. Man kriegt eigentlich deine Mods mal im Permasub. Hast du gerade Sub mit Bann verwechselt? Oder wie war das? Bevor meine Mods einen Perma-Sub bekommen, muss ich jetzt mal dem Bot einen Perma-Sub geben, okay? Aber bis Twitch mir antwortet, dauert das erstmal wieder gefühlt 10 Jahre. Das weiß eh schon jeder, Regi. Ja, es gibt bestimmt noch Leute, die es nicht wissen. Also der liebe Justin, der war halt so cool. Der kam auf der Gamescom zu mir, hat mir einen Fünfer in die Hand gedrückt und meinte, du sagst mir jetzt beim nächsten Mal im Stream die Palme, wenn mein Sub ausläuft. Ja! So könnt ihr es natürlich auch machen, Leute. Ja, der liebe Justin, ne, kommt einfach so zu mir, sagt, ah, Regi, ich hab noch was für dich. Hol sein Portemonnaie raus, gib mir den Fünfer in die Hand. Dann sagt er, du sagst mir beim nächsten Mal die Palme. Danke. Ja, gut, das war jetzt natürlich ein bisschen verwirrend, aber ja. Darfst du sagen, ist ja nichts Schlimmes, besser ist. Wir werden alle nicht appreciated. Alter, als ob. Jetzt hört man auch sowas zu droppen hier. Was ist das denn? Today is a great day. Percy and I, your leaders, will finally be enacting our master plan, Team Steam. In a few hours, we'll have enough power to bring the world under our rule and enforce peace. Let's go, Team Steam. Harry and execute Plan Alpha. Kratos. Boy. Junge. Wo ist Atreus? Ah, Leute, Game of the Year war mit Abstand God of War, wirklich. God of War war so gut. Ich habe sogar Platin in God of War. Haha! Ab und zu schickt jeder sein Geld per Post zu Regi. Bitte nicht. Bitte nicht, das macht man sowieso nicht per Post, ja. Macht man sowieso nicht per Post. Wir wollten nicht wissen, was Postboten hin und wieder mal gerne machen. Ja, die machen gerne mal den Tryhard 7. Kann man Regi auch 50 Euro in die Hand drücken für einen Tier 3 Sub? Ich denke schon, dass das geht. Wobei, kann man Tier 3 Subs verschenken? Geht das? Das weiß ich gar nicht. Wir haben sowieso nur einen Tier 3 Sub hier bei uns in der Community und das soll auch erstmal so bleiben. Das soll etwas Exklusives sein. Ja, für einen Fünfer, den du den Job riskieren, kann man machen. Ey, es gibt voll viele, die das machen. Vor allen Dingen kann man das sehr schlecht nachweisen. Vor allen Dingen, ich glaube, wenn man Geld per Post verschickt, ist man doch irgendwie selbst schuld, oder? Ey, Tier 2 reicht auch aus. Ey, generell, dass Leute Tier 2 oder Tier 3 haben, ist doch krass. Okay, mir ist es ziemlich egal. Aber ich appreciate das. Hey, wir infiltrieren jetzt das Team Steam. Die Team Steam Basis und dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Alter, warte mal, Uka ist auch Tier 2?
Sag mal, was? Seit wann ist denn Uka Tier 2? Ich habe keine Ahnung, wer Tier 2 ist und wer nicht. Monka S. Ah, der Meisterball. Cool. Gibt hier 3 mehr Blätter. Geht das? Ich könnte das theoretisch machen, Greeny. Dass Tier 3 mehr Blätter bekommt. Beziehungsweise Tier 2. Ich glaube, das geht. Ist zwar umständlich, aber das würde doch irgendwie gehen. In die Post eine Wanze reinsetzen. Du meinst so zum Test? Aber bitte nicht wieder einfach den Meisterball verwerfen wie letzten Dienstag. Ich habe noch nicht gespeichert. Ich habe immer noch nicht gespeichert. Ich glaube, das Spiel ist immer noch an. Das Spiel läuft noch. Theoretisch könnte ich jetzt umsteigen und noch eine kleine Shiny Voltoball-Jagd starten, okay? Ja, ihr kennt seine Subs. Ich weiß ja nicht aus dem Kopf, wer Tier 2, wer Tier 3 und wer Tier 1 ist. Vor allen Dingen Leute, die ändern es ja teilweise immer. Oder man könnte das so machen, einmalig für jeden Monat, den man Tier 2 oder Tier 3 gesubbt ist. Theoretisch Eternal. Wenn das der Bot nicht automatisch macht. I don't know, mal gucken. Ich muss mir eh noch Rewards einfallen lassen für die Palmblätter, die nicht SW-spezifisch sind. Aber wir hatten Song Requests, wir hatten VIP. Falls noch irgendwelche anderen Ideen da sind, haut raus. Ja. Wäre eigentlich fair, wenn Tier 2... Ja, das stimmt schon, Justin. Das stimmt schon. Pokémon Rewards. Von wegen so, du darfst ein Pokémon sein? Ein Pokémon nach Wunsch oder was? Neben Pokémon. Neben Pokémon wäre echt eine Option, ne? Ihr könnt ein Pokémon bei mir in einem Pokémon-Projekt sein. Oder ein Shiny oder whatever. Ja. Das wäre echt eine Option. Wäre auch nicht zu krass Sellout. Aber ich werde bis morgen, wie gesagt, die ganzen Stream Elements Sachen eingerichtet haben. Aber allein das mit Amazon freut mich extrem, Leute. Ihr könnt euch gar nicht freuen für mich. Als jemand, der jetzt, wie gesagt, SW spielt, dass Amazon mich so krass supportet jetzt mit den Coins, ja. Und mir wurde sogar gesagt, yo, pass mal auf, du bist jetzt unser offizieller Pack-Tester in SW. Das ist für mich eine sehr, sehr große Ehre. Okay, und das wird mir auch persönlich extrem krass weiterhelfen. Nicht nur durch das Spiel, sondern auch, um zu wachsen. Das ist schon ein echt großer Erfolg für mich, okay? Das ist schon echt nicht schlecht. Was wurde jetzt eigentlich aus Satoru? Wir können die Satoru-Commands die Tage rausnehmen. Keine Ahnung, ich habe keine Antwort bekommen von Satoru. Dafür habe ich von jemand anderen jetzt ein paar Antworten bekommen. Wir müssen mal schauen. Also Sponsoren sind an Land gezogen, ja. Die Angelroute ist ausgezogen. Da gratuliere ich doch mal direkt für den nice Deal, Amigo. Danke dir, danke dir. Das ist sehr cool von Amazon, wirklich. Auch die SW-Leute, also die Community-Manager... Die haben mich auch zu diversen Events eingeladen und so jetzt in Zukunft. Das ist echt krass. Also die Arbeit und die Zeit, die ich jetzt in die SW stecke, das wird schon echt krass. Das kommt jetzt gerade echt heftig zurück. Das freut mich tierisch. Also ihr hättet mal wirklich mein Lächeln sehen müssen, als ich da alle die ganzen krassen Nachrichten bekommen habe jetzt so Ende der letzten Woche. Das war schon echt cool. Maggi als Sponsor? Nee, danke. Dann lieber Knorr. Hast du schon Pokémon Rejuvenation gespielt? Noch nicht Final Fox. Es gibt einige Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Was ist nochmal SW? SW ist Summoner's War, ja. Regi, frag mal, ob Saskia dich sponsern will. Lidl, auf geht's. Ich frag dich gleich auf Twitter an. Yo, Lidl, wie sieht's aus? Schickt mir jeden Monat euer Wasser zu, damit ich das nicht schleppen muss. Das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Was ist eigentlich aus Forsten und Lidl geworden? Hat Lidl den nochmal geantwortet? Weil mir will BlueStacks die Engine nicht laden. Hast du die Virtualisierung angemacht, Berson? Hast du? Ah, okay. Vielleicht ist dann dein PC zu schwach. Ich weiß es ja nicht. Nestle als Sponsor? Nee, nee, nee. Die haben einen zu schlechten Ruf. Frag doch die CDU, ob sie dich sponsern will. Ha! Nee, nee, nee. Bevor ich mich von Nestle sponsern lasse. Das Ding ist ja, ihr würdet staunen, wie viele Anfragen man bekommt, so als Influencer, sag ich mal, okay? Da kommen wirklich jede Woche 2, 3 Anfragen rein und die sagen, yo, hast du mal Bock, hier das und das zu machen? Hast du mal das und das zu machen? Und dann gucke ich in mein Postfach, ich gucke mir die Sachen an, die
die Gegenstände, Dinge, die ich bewerben soll, die Seiten, die ich bewerben soll. Und dann denke ich mir so, Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Bevor ich mich für ein paar Euro, paar Cent an diese Kacke da verkaufe, ja, sage ich einfach instant erstmal, nein, was soll das? Macht mir mal ein besseres Angebot, beziehungsweise arbeitet mal an euer Produkt. Das kann man auch so niemandem hier anbieten. Man hat auch schon mal Klobürsten dabei. Klobürsten nicht, aber ich habe mal ein Angebot für einen Schreibtisch bekommen. Für so einen Gamer-Schreibtisch. Und ich so, ja, ist ja schön und gut. Aber ich brauche gerade keinen. Wo soll ich denn das Ding hinstellen, diesen Gamer-Schreibtisch? Und vor allen Dingen dachte ich mir so, ja, irgendwie ist euer Gamer-Schreibtisch jetzt, der sieht jetzt irgendwie nicht so geil aus. Illegales Glücksspiel werben? Klar, ich mach das. Nee. Ich glaube, du verwechselst mich gerade mit Montana Black. Nächstes Mal Ja sagen und Sarah schenken. Ich glaube, das ist leider nicht so im Bereich des Möglichen, das irgendwie abzutreten. Aber ihr würdet staunen, wie viele Leute da wirklich da auf einen zukommen und dann halt so sagen, ja, bewirb mal unsere Sachen. Aber jedes Mal aus Neue denke ich mir dann so, bei 90% der Sachen denke ich mir dann so, Alter, das ist doch voll der Scheiß. Also habe ich ja einen krassen Image-Schaden, wenn ich so etwas bewerbe und das eigentlich super kacke ist, beziehungsweise voll der Scam. Bei Satoru dachte ich mir, Satoru ist eigentlich ganz cool. Satoru hat mir auch persönlich geschmeckt, ich habe das vorher ausprobiert. Aber irgendwie antworten die jetzt nicht mehr. Und die meinten ja auch irgendwie so, die Zahlen, die Verkaufszahlen stimmen nicht mehr so ganz. Keine Ahnung, vielleicht ist das komplette Produkt jetzt eingestampft, I don't know. Ja, deswegen, Mars, die können wir theoretisch rausnehmen. Ich habe jetzt keine Antwort mehr da bekommen, leider. Aber naja, life goes on, right? Ist das eigentlich eine Nuzlocke? Nee, das ist ein normaler Run, weil das mein erster Run ist. Ich mag es nicht, wenn der erste Run bei so einem Hack zum Beispiel gleich eine Nuzlocke ist, weil manchmal kommen gerade bei so Hacks so Ground- oder Game-Breaking-Stellen, wo man sich dann so denkt, ja cool, das habe ich verloren, weil ich nicht wusste, dass jetzt so und so was passieren wird. Beziehungsweise, dass ich jetzt hier underlevelt bin. Deswegen sehe ich eigentlich immer davon ab, so eine Challenge bei solchen Spielen zu starten. So meine Einstellung bei sowas. Ich finde ganz nebenbei auch sehr, sehr gut, dass das Spiel so gut auf YouTube ankommt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Resonanz auf YouTube für ein Stream-Projekt so gut ist. Aber ich finde, es gibt immer halt noch die 1000 Leute, die es auf YouTube schauen pro Folge. Ist eigentlich ziemlich geil, dafür, dass es eine Streamaufnahme ist. Da lohnt es sich auch jeden Tag was hochzuladen. Da geht auch mein Algorithmus nicht kaputt und sowas. Ist eigentlich ziemlich nice. Also ich finde auch das Tempo ganz nice. Ja, ich finde es eigentlich ganz nice. Habe ich schon gesagt, dass es ganz nice ist? Wie damals bei deinem Smarktag, das war höllisch. Ja, der Smarktag, der war höllisch. Den würde ich auch irgendwie nicht nasslocken. Könnte ich nicht empfehlen. Regi, nettes Duel Links Video heute, by the way. Ja, Koakimero Pre-Nerf ist schon ziemlich broken, richtig? Nice Projekt, nice, echt? Nices Projekt. Oh, Holzner will Egelsamen erlernen. Holzner, du kleiner Schlingel. Ja, behalt deine Samen bei dir. Regi, du hast vergessen, dass es nice war. Sorry, ich find's natürlich ganz nice. Oh, guck mal, Espeon Girl ist hier. Espeon Girl detected. Oh, never mind. Das ist männlich. Hey, Juninho. Shoutouts an die YouTube-Viewer. Ey, Holzner entwickelt sich. An dieser Stelle nochmal an die letzten Leute, die hier da sind, beziehungsweise immer noch am Start sind. Leute, Ausrufezeichen Amazon. Ich habe jetzt meinen Amazon-Reflink am Start. Ja, wenn ihr irgendwas bei Amazon kauft, benutzt meinen Reflink. Würde ich sehr appreciaten. Ja, ich bekomme dann nämlich einen kleinen Prozentsatz von ab. Und ihr zahlt nicht mehr oder so, aber ihr unterstützt mich nebenbei. Also wenn ihr viel bei Amazon kauft, ne, benutzt doch bitte den Link. Ich wäre da sehr dankbar für. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Direkt mal Erdbeben. Ja, das ist geil an Shelterra. Shelterras Movepool ist insane. Woodhammer müsste, glaube ich, auch später dazukommen. Shelterra ist nice. Aber es wäre auch mal gut, wenn... Oh, RIP. Ah, es geht. Ja. Sellout Bang.
Ja, warum denn nicht? Zwischendurch kann man sowas immer machen. Solange es nicht zu oft vorkommt und nicht zu aufdringlich ist, und das ist es bei mir hoffentlich nicht, finde ich so eigentlich ganz nice. Die restlichen Commands musst du mal selber durchgucken. Klar, mache ich, Marcy. Danke dir. Okay. TM 16. Was hat TM 16? Lightscreen. Alright. Praktisch. Sellout ist nie in Ordnung. Echt? PP Hands. Sind da noch viele Pokémon-Commands drin? Ja, die müssten wir theoretisch updaten. Marcy stoppt meine Arbeit ab. Ja, Marcy ist heute sehr fleißig unterwegs. Finde ich gut. Der will unbedingt seinen Döner haben auf der Gamescom. So, wie lange streamen wir jetzt schon? Knapp 3 Stunden, okay. Das heißt, ich habe wieder 6 Folgen für YouTube. Ha! Ich warte eigentlich nur darauf, dass Regi eine Kooperation mit einem Nudelhersteller macht. Warum das denn? Weil ich so viele Nudeln on Stream esse? Oh, what? Ich habe halt immer noch keinen Fighting Move drauf. Wann erlerne ich denn mal einen? Aber warum denn eine Kooperation mit dem Nudelhersteller? Oh, Flora Sky ist auch schon super lange her. Oh Gott, das Projekt ist so aus heutiger Perspektive extrem scheiße. Also aus heutiger Perspektive ist das echt nicht gut, ne? So häufig wie Kira Nudeln kocht, wäre eine nice Idee. Also eigentlich machen wir es wirklich immer so. Nudeln, Reis. Mal Gemüse, mal Curry, mal alles mögliche. Aber Nudeln und Reis gehören eigentlich zur Tagesordnung. Das stimmt schon, mehr oder weniger. Aber ich finde das gut. Die Sättigen, die sind lecker. Die sind nahrhaft, ja. Was macht man denn damit falsch? Schade, dass aus der Soul Link nichts mehr geworden ist. Ja, der Tim ist halt immer noch in seiner Prüfungsphase. Aber falls er fertig ist, können wir ja gerne das Projekt wieder aufnehmen. Ich habe ihm auch gesagt, pass mal auf, ich habe das Projekt nicht aufgegeben. Ich habe immer noch hier meine Szenen. Ja, also... Ja, ich hab da immer noch meine Szenen. Oh, shit. Ich habe halt immer noch meine Szenen, ja, also... Ey, yo, Captain Jack! Bring me back to the railroad track! Bring me back to the railroad track! Ja, weil immer noch meine Szenen und wir können dann halt irgendwann mal weitermachen, wenn es soweit ist. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an Nevis Ahera für den Sub. Willkommen bei uns im Palmen Club und viel Spaß mit den Emotes. Regi Sub, Regi Hype in the Chat. Was mit den guten alten deutschen Kartoffeln? Pommes. Aber Kartoffeln sind irgendwie wack. Vor allen Dingen das Schälen und so immer. Viel zu viel Aufwand. So Rösti-Ecken oder so, die sind geil, ja. Rösti-Ecken, Kroketten, das ist geil. Bratkartoffeln. Bratkartoffeln sind auch legit. Aber Standardkartoffeln, die man dann aufkocht. Na. Lame. Schöne Kartoffeln kaufen, da kann man die Schale drauf lassen. Ich habe literally noch nie Kartoffeln mit Schale gegessen. Was ich ganz cool finde, ist, kennt ihr das, wenn man die Kartoffeln hat? Ne, wie nennt man das? Gefüllte Kartoffeln? Folienkartoffeln oder so, ne? Die sind echt cool. Folienkartoffeln. Die sind echt blöd. Das hatte ich auf der Gamescom. Die Schale ist das Beste. Alter, was?
Ich habe noch nie Kartoffeln mit Schale gegessen. Ich will es nur mal anmerken. Okay, ich habe noch nie Kartoffeln mit Schale gegessen, glaube ich. Mir wurde immer gesagt, das macht man nicht. Oder? Keine Ahnung. Kartoffeln mit Schale wurden bei uns halt nie gegessen. Good job, Abu. Was? Warum das denn? Hä? Ja, aber Pommel, was ist denn passiert? Thinking, was geschehen hier für Dinge?